Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich schon die letzte oder vorletzte Aufnahmesession von Raft, bis wir dann mit Gothic weitermachen. Und wir wollen hier eigentlich nur noch das Schiff fertig kriegen, bisschen hier noch erkunden, gucken, was wir noch alles machen können. Mangos können wir essen. Aber im Grunde, wir haben das Spiel ja durch. Also die Story. Hier, das können wir ja auch noch mitnehmen. Dafür brauchen wir eine Tonschale. Und jetzt haben wir hier auch endlos viele Samen. So, wir müssen das hier. Ah, wir haben kein Wasser mehr. Haben wir hier noch? Nee, wir haben das nicht aufgefüllt. Das heißt, wir müssen jetzt wieder runter. Und hier einmal voll machen. Aber ja, wir wollen unser Schiff hier fertig haben. Und werden jetzt hauptsächlich eher nur dekorieren, bisschen ausbauen hier. Und ja. Groß können wir jetzt hier auch nicht mehr machen. Wir wollen das hier zu Ende färben, hier alles schwarz machen und so. Die Argonische Maid. Unser Klo. Und ja, eigentlich Fußboden haben wir ja hier alles schon. Ist ja wirklich nur noch die Wände hier streichen. 179 Ingame-Tage haben wir hier schon durchgehalten. So, dann müssen wir jetzt auch noch einmal hier runter. Müssen hier auch nochmal auffüllen. Mit Farbe. Damit wir färben können. Und schauen wir mal, wie weit das Wasser jetzt ist. Ist fertig. So, und die füllen wir auch nochmal rein. Genau, hier. Der fehlt noch. Dann schauen wir mal, was wir jetzt hier eingesammelt haben. Ein bisschen auf jeden Fall. Können wir das auch noch hier einlagern. So. Für hier haben wir sonst nichts. Wir haben nichts mehr im Inventar. Gar nichts. Und ja, ich hatte eigentlich ursprünglich geplant gehabt, Sons of the Forest nach Raft zu machen. Aber ich habe irgendwie viel, viel mehr Bock, Gothic weiterzumachen, also zu starten. Liegt tatsächlich an dieser Persönlichkeit hier mit dem Namen. Also nicht die Ziege, sondern ja, die zockt momentan ja Gothic 2 und ich habe mal da ein bisschen reingeschaut und ich liebe es schon, das Spiel. Und will das jetzt auch endlich mal anfangen. So, wir müssen aber auch noch ein bisschen was einschmelzen. So, was? Genau, hier haben wir jede Menge Titan, das wir schmelzen dürfen. So, dann schmeißen wir mal das rein. So, und gönnen uns noch mal die Mangos. Haben wir hier auch noch irgendwas, was wir noch grillen können? Ja, wir haben hier noch sehr viel zum Grillen. Nee, das wollte ich jetzt hier lassen. Wie weit ist denn das Titan da hinten? Rohes Fleisch kann ich da platzieren. Das lasse ich mal. Was werden wir jetzt hier raus eigentlich machen? Weil den Garten haben wir ja hierhin umgesiedelt. Kann ich gerade irgendwie nicht sagen. So, aber die Farbe müsste jetzt hier soweit sein. So. Machen wir mal so. Und gehen nach oben. Hier ist auch noch jede Menge, was wir noch rot färben dürfen.
Aber wir fangen jetzt endlich mal. Was hat er davor? Weiß ich nicht, was der davor hat, aber. So. Dann haben wir gleich den Raum hier durch. So, und wie hatten wir die Türen gefärbt? Auch einfach ganz normal schwarz, ne? Ja, dann machen wir die auch schwarz. So, jetzt haben wir keine Farbe mehr. Aber unten müssten die Blumen soweit sein. Beziehungsweise auch hier hinten. Ja, Titanbarren. So, dann schauen wir uns mal die Blumen an. Ah, die sind oben noch nicht fertig. Warum auch? Egal. Dann warten wir halt noch ein bisschen. So. Wo haben wir die? Hier. Ah, und es wird dunkel. So, und wie sieht es jetzt mit denen aus? Immer noch nicht fertig. Wie lange dauert das, bis die fertig sind? Schon ein bisschen lange. Aber egal, dann gehen wir mal noch mal kurz pennen, wenn es dunkel ist. Ah, da hab... Ja, stimmt. Doch, stimmt. Das muss noch. Aber ich finde, das sieht schon nice aus, wenn das jetzt nach und nach alles schwarz wird. So, dann legen wir uns mal hin. Ach so, ah, jetzt. Ja, komm. Ne, hier nicht. Da. Jetzt sind sie soweit. So, und nochmal gießen und unten nochmal auffüllen. Ne, das geht nach oben. Müssen wir nochmal runtergehen. Den hier voll, packen die wieder hier rein. Dann müsste hier auch schon soweit sein. Und da hinten müsste das Fleisch auch schon mittlerweile fertig sein. So. Einmal umsortieren. Wie sieht es bei den beiden hier aus? Zu füttern haben die noch genug. Okay. Also wie sieht es jetzt mit dem Schrott unten aus? Was haben wir jetzt eingesammelt? Ein bisschen was. Ach, da ist wieder ein neuer. Nee, nicht für hier, sondern für hier. Machen wir nochmal so. Nee, hier. Und hier. Wie sieht es jetzt unten mit dem Blumen aus? Sind die jetzt zur Farbe geworden? Müsste jetzt sein, ja. Kann ich die beiden auch nochmal reinpacken. Und oben können wir weiter färben. Fangen wir mal mit den Raum jetzt an. Upp, da war ein Ruckler. Komm, die schwarze Palette. Was wäre, wenn ich das jetzt so... Ah, dafür brauchen wir jetzt Rot. Egal, dann lassen wir das so. Erst einmal. Und kümmern uns erstmal nur um die Räumlichkeiten, die Wände.
Den kann ich nicht färben. Schade. Nice, dann haben wir die Wände jetzt durch. Und wie sieht's hier aus? Ja, ist fertig. Geil. Na komm, die eine Rübe packen wir auch noch drauf. Schmeißen wir das hier hin. Und nehmen die mal zu uns. Was haben wir noch zum Braten? Kartoffeln haben wir. Obwohl, die Kartoffeln können wir in den Kompost-Ding da reinballern. Weil Kartoffeln brauchen wir auch noch nicht so viel. So, und hier. Und Plank braucht er auch noch. So, wie sieht's hier aus? Die müssen jetzt fertig. Nee. Die sind noch nicht fertig. Und wir haben hier wieder ein bisschen was. Oh, Stein und Seil dieses Mal. Nice. Und noch eine Kartoffel. So. Und können wieder einlagern. So. Für hier haben wir nichts. Steine hatten wir nicht hier, sondern hier auch nicht. Nee, hier hatten wir Steine. Gehen wir mal hoch und fangen jetzt mal mit dem Boden oben an. So, und wie sieht jetzt unten aus? Fleisch und Rüben müssen auch schon soweit fertig sein. Ja. Planke rein. Fleisch drauf. So, alles andere kann jetzt hier rein und nochmal neu sortieren. Die Rüben können wir auch mal grillen. Obwohl, die Rüben können wir auch woanders hinpacken. Nee, nicht hier. Können wir hier die Rüben? Ja, geil. Hier die Blumen brauchen wir wieder. So. Einmal pflanzen. Dann müsste es hier jetzt soweit sein. Und uns selber nochmal einen Schluck gönnen. Können unten nochmal nachfüllen. Hier. Und Blumen rein. So, da können wir auch gleich nochmal schauen, was, wie es draußen jetzt aussieht. Ob wir da irgendwie an der Insel ankommen. Hier haben wir nichts. Plastik war hier. So, der ist soweit. Geil. Ja, da kommt sogar schon eine Insel. Dann drehen wir mal bei. Können wir da noch mal ein bisschen Ressourcen farmen? Achso, hier wächst gerade noch. Nein. Nicht rausspringen. Denk nicht mal dran. Ich brauche dich hier. Das füllen wir hier noch auf. Dann schauen wir mal, wie das mit dem Essen jetzt aussieht. Ja, nice. Dann gönnen wir uns die mal.
Bevor wir jetzt irgendwas weitermachen. Autsch. Super. Komm, wir starten mal den Motor. Dass wir uns dann... Ja, Gulliver. Obwohl, warte. Da. Da können wir rein. Können wir gleich mal, sobald wir die Farbe da rausgenommen haben, unten, mal wieder auf die andere Ausrüstung wechseln. Aber erst einmal ganz normal oben noch die Farbe reinklatschen. So. Ja, ein bisschen werden wir noch brauchen, was Farbe angeht. Ich hoffe, die beiden überstehen das, wenn wir jetzt weg sind, gleich. So, dann hier nochmal. Tauschen wir mal. Ah, komm, den lassen wir hier. Und hier nehmen wir das auch mal mit. Das packen wir, lassen wir da. Das werden wir noch brauchen und den müssen wir nochmal neu bauen später. Den nehmen wir auch noch mit. Müssen wir auch noch gleich irgendwie neu bauen. Und packen den erstmal hier hin und das hier hin. Ne, da die Richtung. Ja, unter Wasser haben wir auch noch jede Menge. Ne, Bruce, bitte nicht. Nein. Bruce! Denk nicht mal dran. So, hier müsste jetzt aber irgendwo noch Erde rumliegen. Oder nicht? Hier, doch. Ja, natürlich. Autsch. Komm her. So, haben wir den erledigt. So, und den Kopf brauchen wir nicht. Gönnen wir uns mal das. So, und hier nochmal. Die können wir nicht abholzen. Gulliver ist noch da oben. Eigentlich heißt das ja Screecher oder so ähnlich. So, wir bleiben aber erstmal in dem Bereich. So, da vorne haben wir wieder noch eine Truhe. So, nice. Ah ja, wir haben ja nichts, um hier zu handeln. Einzige, was uns noch fehlt, ist das Hühnchen. Crispy Chicken.
Aber trotzdem, wir holen uns erstmal alles Holz, was wir hier finden. Und alle anderen Rohstoffe. Klar, dürfen wir uns gleich erstmal nochmal eine neue Axt basteln. So. Ja, die dürfen wir uns jetzt basteln. Haben wir dann alles für eine neue Axt? Seil, Schrott und Bolzen. Ja, der schon wieder. So. Ich hoffe, Bruce lässt uns in Ruhe. Den Haken müssen wir mal mitnehmen. Dann können wir das hier auch noch alles einsammeln. Das nehmen wir auch mal mit. Weil das gerade so schön hier im Weg ist. Haben wir hier auch noch ein bisschen was? Ja, geht. Hier. Packen wir mal das Holz rein. Beziehungsweise 8 brauchen wir. So. Haben wir hier. Davon brauchen wir nichts. Plastik brauchen wir auch nichts. Hier 2 brauchen wir von. Und den brauchen wir einen. Für hier haben wir jetzt nichts. Okay. Hier haben wir auch nichts. Hier haben wir ein bisschen was. So, wieder 3 Schmutz. Ah, jetzt können wir herstellen. Jetzt haben wir kein Seil mehr. Hier haben wir ein bisschen was. Kleine haben wir jetzt nichts. Wo haben wir die Samenbank? Hier. Für hier haben wir nichts. Nee. Das sind unsere Blaupausen. So. Ah, hier haben wir noch gar nichts drin, ne? Okay, ah, wir haben einen neuen Dingens hier. So, wie sieht's da hinten aus? Die Kokosnüsse können wir aber mal gönnen. So, und den Rest können wir hier reinpacken. So. Und den Haken jetzt noch mitnehmen. Haken haben wir ja auch Tausende. Vielleicht noch eine Ersatzschaufel. So, und wieder rüber. Wo ist Bruce? Kein Bruce. So, ich hoffe, das ist Schmutz oder Sand. Oder Ton. Ton geht auch auf jeden Fall. Wenn wir auch noch einiges brauchen. Wo war denn der Baum, den wir angefangen hatten zu fällen? Da vorne, der hier, oder? Ich glaube, der war das. Den wir angefangen hatten, aber noch nicht beendet hatten. So. Was gibt's denn noch hier? Noch mal so schauen. Nee, das ist die falsche Richtung. Also da scheint nichts zu geben. Da ist ein Hühnchen. Wir haben kein explosives Pulver auf Tasche. Da haben wir noch so eine Netzkugel da machen kann. Nein, Gulliver. Ich kann nicht springen. Ah, jetzt. Keine Ahnung, wie wir das gleich mit Gulliver machen sollen. Wir haben ja keinen Bogen gerade. Obwohl Gulliver auch nicht relevant dafür ist,
Um Federn zu kriegen. Da haben wir ja was, um Federn zu bekommen. So. Wassermelonen, Heidelbeeren. Nochmal Holz. Ich hoffe, der lässt uns da oben in Ruhe. Ach so, hier waren wir schon. Hä, war da noch ein Heribert? Ich dachte schon. Ich dachte, wir hatten hier jetzt noch ein Heribert. So, wo war denn der Weg jetzt zu ihm hoch? War das hier? Oder da? Ich glaube, da war das. Ah, hier haben wir noch mal ein bisschen Erde. Mutz. Aber mehr ist hier auch nicht. Ich finde es schade, dass hier so wenig Mutz ist. So, kommen wir wieder zu ihm hoch. Ich glaube darum. Es war schon hier richtig, aber wir müssen oben rum hier. Achso, hier ist auch noch ein Baum. Haha. Triffst mich nicht. So, dann hier nochmal hoch. Ne, hier bringt's gar nichts. Ey, wie ging's nochmal da hoch? Ich will zu ihm an sein Nest, ja? Ja, Gulliver, immer mit der Ruhe. Immer schön durch die Hose atmen. Hä? Wie ging's da hoch? Jetzt ehrlich, ich raff das gerade nicht mehr. Oder wir nehmen einfach den Weg. Der führt schon hier hoch, ne? Ja, komm. Der bringt uns schon hier hoch. So. Wo haben wir Gulliver? Hier haben wir wieder schwarze Farbe. Und noch ein Baum. So. Müssten hier auch noch Patronen sein. Ja, hier haben wir eine. Haben wir hier noch einen Baum? Wir haben hier drei Bäume noch. Die nehmen wir noch mit. Autsch. So, dann, was Bäume angeht, war es das hier. Wir laden das alles noch einmal ab. Die Beeren brauchen wir nicht. Ne, ich sehe keine Bäume. Geronimo! Autsch. Okay, dann einmal kurz abladen, alles, was wir haben. Alles Holz, alle Palmblätter, alles Plastik, Rot. Und hier, hier, hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts. So, hier, ne, wir haben nur noch Samen. Da kann das hier hin. Wie sieht es hier aus? Ah, ne, genau. Hier waren wir. Also das heißt, wir können eigentlich das hier wieder zurückpacken. Wir brauchen ja nur den einen.
Den packen wir auch wieder hier hin. Den brauchen wir noch. Der ist noch wichtig. Der ist noch wichtig. So, die Ersatzschaufel lassen wir mal hier. Achso, ich habe hier ja immer noch eine Waffe. Im Inventar. Von wo die jetzt auf einmal kommt. So, und die können wir uns jetzt mal gönnen. Wie sieht es hier mit dem Essen aus? Ja, ist soweit fertig. Nice. Und den Rest packen wir hier rein. So, dann brauchen wir aber so einen neuen Metalldetektor. Kunststoff, Schrott und einfache Batterie. Und einfache Batterie haben wir wo? Hier müsste das sein, oder? Oder hier? Ich weiß es nicht. Wo hatten wir die jetzt? Hier, einfache Batterie. Dafür brauchen wir Kupferbarren, Schrott und Kunststoff. Und dafür Kupferbarren, Schrott und Titanbarren. Wir haben ja jetzt ein paar Titanbarren. So, haben wir hier noch... So, ich wollte schon sagen. Ein Kupfer... Wir brauchen zwei Kupferbarren. Dann packen wir den mal in die Schmelze. Jetzt schon mal. So, dann brauchen wir noch Schrott. Zwei Stück. Eins, zwei. Und Titanbarren gleich vier. Machen wir so. Dann haben wir die jetzt. Das heißt, wenn wir die fortgeschnittene machen, können wir die leere von oben nehmen. Also jetzt brauchen wir noch ein bisschen Holz. Damit wir das da auffüllen können. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir das hier weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao!